Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. In der letzten Folge sind wir... Hat ja einige passiert. Wir sind... haben eine... einen schönen Flug mit dem Fallschirm hinter uns und wir wurden hier schön begrüßt und haben eine neue schöne Waffe, ein neues schönes Tool bekommen. Nämlich haben wir jetzt Feuerpfeile. Die durften wir auch gleich ausprobieren, intensivst und mit zufriedenstellendem Ergebnis. Jetzt nehme ich erstmal vor allem die Typen aus und gehe ans Lagerfeuer, um meine Ausrüstung ein bisschen aufzupimpen. Ich könnte jetzt die Rotflinte pimpen. Und was ist das da unten? Die Handfeuerwaffe ist gerade nicht pimpbar. Oder ich könnte das Gewehr pimpen. Mal sehen. Ja, mit den Punkten, die ich habe, könnte ich ganz knapp die Schrotflinte maximieren. Könnte den Schaden verbessern und das Alternativfeuer hinzufügen. Hier könnte ich, glaube ich... Ja, hier könnte ich auch beides holen. Wisst ihr was? Mache ich sogar. Jetzt holen wir hier beides. Ganz einfach. So, und die nächsten Punkte stecke ich dann in die Schrotflinte. So. Na dann, wollen wir uns hier mal umsehen, nicht wahr? Nach dem, was hier alles passiert ist, haben wir uns das jetzt verdient. So. Von hier wären die gekommen. Genau, da ist zum Beispiel dieser. So. Hier sind nochmal zwei, die ich ausnehmen kann. Ich muss genau gucken. Wir wollen ja keinen von denen, die wir hier ausnehmen könnten, übersehen. Außerdem gibt es hier sicherlich so etwas. Ja! Jetzt könnt ihr das auch mal sehen, wie das aussieht. Den Upgrades. Wunderbar. Das Gewehr ist geupgradet. Oder können wir jetzt upgraden lassen? Machen wir mal auch gleich. Damit können wir neue Modifizierungen freischalten. Sturmgewehr. Waffe modifiziert. Maschinengewehr zu Sturmgewehr. Und jetzt können wir auch neue Upgrades hier nutzen. In dem Fall den Laufmantel. Ein Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Okay. So. Und hier sind ja auch noch zwei Upgrades. Für insgesamt 725 kriegen wir die. Alles klärchen. Gut, wunderbar. Ein Upgrade fürs Gewehr. Gute Sache. Hier sind auch noch zwei Typen, die Pech hatten, würde ich sagen. Wo ist der andere? Hier waren zwei, soweit ich weiß, oder? Da liegt was. Ah, das ist unwissig. Karte aktualisiert, neuer Ort gefunden. Hier braucht das Gewehr. So. So, oh, Mist. Hier nutze ich mal mein neues Gewehr. Ich glaube nicht, dass es mein neues Gewehr ist. Das ist mein neues Gewehr. Aua! Komm zurück. Du böser, böser Kerl. Jetzt habe ich dir es aber gegeben, nicht wahr? Versteckt er sich? Vielleicht, wenn ich mal kurz schieße. Da! Er hat einen Fehler gemacht. Er hat... Ah, ich kann wieder eine Waffenmodifizierung nutzen, ne? Eine Waffenmodifizierung. Nennt man das doch, glaube ich. Wir können es aber auch Waffenmodifizierung nennen.
Tankfässer. Mark, Tankfässer. Und gefährlich. Bewaffnet, gefährlich und mit dem Willen, die Waffen einzusetzen. Und mit dem Willen zu töten. Dem Wunsch. Wille und Wunsch sind da. Perfekt. So. Ich liebe es, wenn meine Spielzeuge besser werden. So, aber was ist das, was wir da haben? So. Ich kletter mal hier überall einfach mal rum. In der Hoffnung... Ah, hier. Ein Artefakt. Wunderbar. Was haben wir hier? In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Mhm. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz. Ah. Eine Art Frühform des Geldbeutels. Okay. Praktisch ein Vorläufer, wie ich schon sagte, ein Vorläufer des Geldbeutels praktisch. Sozusagen. Man lernt sogar ein bisschen was. So, ist hier noch etwas? Hier nicht. Nö. Wisst ihr, was ich hasse? Stellt euch vor, ihr nehmt auf. Und, ihr bekommt Tinnitus. Wunderbar, ne? Aber ich denke, hoffe, dass das gleich aufhört. So. Ach, sie wollte ja ein bisschen hier noch unten nochmal angucken. Ja. So. Hm. Hä? Ich höre einmal ein Wildschwein und einmal sehe ich hier Natur. Ein Stück Natur. Da. Komm zurück. Mistvieh. Wow. Grrr. Jetzt muss ich den Weg darüber finden. Hier, oder? Ja, hier kann ich es schneller drüber. Ganz einfach. So. Was? Habe ich keine Muni? Doch. So, wo bist du? Ja, das ist verschwunden. Ah! Toll. Ganz. Hör was. Von da hinten irgendwo. Oh oh. Ein Fähigkeitspunkt. Hier sind überall so Punkte. So Markierungen. Sagen wir lieber Markierungen. Ist hier etwas? Warum wird mir ständig angezeigt, dass ich etwas Neues entdeckt hätte, obwohl hier nichts Neues ist? Naja. So. Ah, hier ist was. Ein Geocache. Hier haben wir neue Muni. So, jetzt... Wisst ihr, mir wird ganz mulmig, wenn ich hier so diese ganzen Sprengfässer sehe. Es muss nur einer von diesen Söldnern kommen. Nur eins dieser Fässer abschießen. Und die ganze Stadt geht hoch. Mit uns eingeschlossen. So. Schauen wir mal. Klettert wieder hier hoch. So. Ach, hier waren wir ja schon mal. Hep.
Genau, hier bin ich mit als erstes hin. So. Ja, in dieser Folge wird es erstmal noch nicht weitergehen, das sage ich euch. In dieser Folge will ich wirklich erstmal... Moment, da habe ich was gesehen. Die Folge will ich wirklich dafür aufwenden, neue Sachen zu finden. Und da eben hat was aufgeglänzt. Ah, sehr schön. Ein neues Relikt. Inro sind normalerweise aus Lackierten Holz. Ein Inro wieder. Aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Hm. Gibt es hier etwa eine Besonderheit? Vielleicht oben? Dieser Inro riecht innen nach Tabak. Ah. Vielleicht so etwas wie ein altes Zigarettenetui. Scheinbar. Gut. Alles klar. Wieder etwas entdeckt. Das Upgrade mit dem Sehen der Gegenstände noch durchs Wände hindurch macht sich bezahlt. So, hier war noch was. Munition ist voll. Freue ich mich ehrlich gesagt drüber. So. Kann man nochmal dahin? Scheinbar nicht. Oder doch? Nee, wohl nicht. Okay. Gut, gut, gut. Was ich gerade nachgucken wollte, ist das... Ja, das ist ein schneller Reisepunkt. Das heißt, wir können zu dem Ort jederzeit hin wieder zurück. So, was holen wir uns? Wir könnten uns hier endlich Klettergewandtheit holen, aber das wäre jetzt nicht so ganz das Wahre. Wir könnten hier was holen. Ah, Axtexperte, warum nicht? Oder schmutzige Tricks. Oder den Ausweichskill. Was haben wir hier? Erfahrener Mörder eben. Ja, warum nicht? Ich hole mir erfahrener Mörder. So, jetzt haben wir hier vorzeitig erstmal alle Upgrades. Hier gibt es nur noch ein Upgrade, das wir holen können. Und hier gibt es auch noch drei. Drei weitere Upgrades. Aber auch nur noch eins freizuschalten. Gut. Ja, ich habe die Waffe noch nicht geupgradet. Stimmt. Aber das mache ich dann später. Gerade noch nicht. So, jetzt will ich mich allgemein erstmal umgucken. Da waren doch auch jede Menge Typen. Deswegen gehe ich... Beziehungsweise, naja, die sind von hier aus gekommen. So. Gibt es hier irgendwas zu finden? Gerade kann ich nichts sehen. Kann auch sein, dass ich es eher übersehe. Epp. Ich muss alles durchsuchen. Da ist ein bisschen was. So. Zwei von drei Teilen für die Schrotflinte. Wunderbar. So, ich hatte da was gesehen. Och. Scheinbar doch nicht. Ah, hier. Einfach mal eben anzünden. So. Bergen. Ich weiß, dass man irgendwie die Fackel wieder ausmachen konnte, aber ich habe leider vergessen. Wie? So, hier war ein Kiste. Da, genau hier. So, 2 von 15. Da sehe ich etwas, oder? Ist das nur ein Licht einfallen? Nur Licht. Was? Ist das nur die Fackel, die ich hier gerade höre? Nee, ich glaube nicht, dass das nur die Fackel ist. Jetzt bringen wir nochmal hier hoch. Hier war so, als würde ich hier gerade... ein Schwingen hören. Hep. So. Eine Stufe höher. Munition.
So, hier ist aber nichts weiter. Entweder das oder sie ist noch höher, was ich aber nicht glaube. So, was haben wir hier? Oh. Ah. Das ist das Metalldämpfer. Verstehe. Einer von vier Alarmen deaktiviert. Ach so, Schalldämpfer wegen Alarmdeaktivierung. Und hier, von hier aus gibt's wohl, wie war das? I, oder? Ne, 1, genau. Normale Pfeile oder Brandpfeile. Genau. So, gibt es hier einen Punkt, von dem wir, beziehungsweise zu dem wir könnten? Da, aber, hä? Was? Nee, sieht mir aber nicht so aus. Das wäre relevant. Da wäre ein Punkt. Vielleicht wird es auch der sein. Mal gucken. Ich schieß mal hin. Kann ja nicht schaden. So, und runter da. Dahin hinten habe ich mal wieder ein Wildschwein entdeckt. Die Raben kann man übrigens auch abschießen. Die bringen auch EP. So, hier ist zum Beispiel was. Und ich sehe gerade schon wieder einen Checkpoint. Ah, hier. Juhu. So, was ist das? Ah. Okay. Was brachte das? Theoretisch nichts. So, Fackel ausmachen. So. Gibt es hier etwas in der Nähe? Ah, ich sehe was. Da unten irgendwo. Hä? Krieg ich dich doch noch? Hey, ja! Das muss einfach sein. So. Jetzt bin ich froh. Wow. Nee, da kommen wir nicht hoch. Kommen wir nicht hierher? Ja, doch. Ich sehe es gerade. Hier sind wir hergekommen. Genau, hier ist die Stelle, wo wir durch gewandert sind. Alles klar. Kommt mir alles wieder bekannt vor. Aber keine Sorge, wir müssen da nicht wieder durch. Wir können hier hochspringen, hochklettern. Alles kein Problem. Mir war so ein... Ah, da. Da ist was. Wunderbar. So. Was haben wir hier? Ein Dokument. Mittlerweile sind wir über 100. Mhm. Wir räumen den alten Palast frei und beginnen bald mit dem Bau einer Stadt am Fuße des Berges. Diese, die Japaner haben hier vor Jahren ein Frachttransportsystem errichtet, das wir instand gesetzt haben. Mhm. Matthias sagt, wir bauen zu Ehren der Sonnenkönigin, wie bei einem antiken ägyptischen Monument. Mhm. Aber mir ist klar, was wirklich vorgeht. Matthias schindet Zeit. Das gewaltige Projekt soll alle nur beschäftigen. Aha. Trotz der Rituale, der Stürme und der Hinrichtungen werden sie sich irgendwann gegen ihn auflehnen. Und wenn das geschieht, bin ich bereit, das Kommando zu übernehmen. Hm. Ah, man sieht, dass es auch Unzufriedenheit gab unter den Männern, die Matthias anführt. Oder immer noch gibt. Ich weiß es ja nicht. Und ja, ich sehe, die Aufnahmezeit ist eigentlich wieder rum. Aber hier ist noch etwas, das ich mir eben mal schnell holen will. Nämlich da. Keine Sorge, liebe Leute, in der nächsten Folge geht es normal weiter. Aber so eine erstmal hier rumsuchen und alles abernten, absammeln. Auf Folge muss ja auch mal sein. Ich meine, hey, es bringt uns Erfahrung und... Ah, hier könnten wir zum Berghang zurück? Müssen wir aber gar nicht. Wahrscheinlich können wir eben nicht hierhin zurück. Nee, wir fallen nur wieder hier runter.
Also ist es eine Farce. Wir können dich zurück. So. Ich frage mich nur, was das zweite... Ah, hier. Hier ist was. So. So. Das muss sein, weil... 80 GP lasse ich mir nicht entgehen. Region leergejagt. So. Zünd an. So. Aufmachen. Das ist voll. Nein, nein. So. Ah, hier. Aufziehen. Ist hier etwas... Da ist ein Artefakt. Das holen wir uns noch, dann beende ich die Folge. Das könnte aus der Yuan-Dynastie sein. Vielleicht aus Kublai Khans verlorener Flotte. Aha. Steht auf der Rückseite etwas. Nee. Auf der Unterseite? Oh, warte. Da. Das ist eine Fälschung. Oh. Made in China. Naja. Ein Versuch war es wert. Und hier habe ich schon wieder ein Wildschwein gehört. Aber egal. Ja, ich beende die Folge jetzt und in der nächsten Folge, denke ich, machen wir auch weiter. Ich sehe mich vielleicht noch ein klein bisschen um. Werde nicht viel machen, ich werde nur das eine oder andere einsammeln. Ja, und dann in der nächsten Folge geht es dann auch direkt weiter. So, und hiermit will ich das beenden. Ja, seht ihr, wir kriegen nur noch ein EP für jedes Wildschwein. Das ist nichts. So, gut. Okay, mit dem Geocache beende ich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.